Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Paukenschlag am Donnerstag im TecDAX. Der französische Industriekonzern Schneider Electric will REB Software übernehmen. Die Franzosen bieten dem auf Software spezialisierten Unternehmen 29 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden Euro entspricht und einer Prämie von rund 40% auf den Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Auf Xetra-Basis schlossen die Titel von REB Software am Mittwoch bei 20,62 Euro. Aufseher müssen dem Angebot allerdings noch zustimmen. Schneider Electric will REB Software beim Wachstum unterstützen, hieß es. Die beiden Unternehmen haben bereits ein Business Combination Agreement geschlossen. Der Verwaltungsrat der REB SE hatte dem zugestimmt und unterstützt es. Der Abschluss eines Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsvertrags ist aktuell nicht geplant. REB Software veröffentlichte außerdem am Donnerstag die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 und konnte wieder ein starkes Wachstum vorweisen. Der Umsatz stieg um 57% auf 214,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 32% auf 50,1 Millionen Euro. Somit lag das Unternehmen beim operativen Ergebnis leicht über den Erwartungen von Analysten, beim Umsatz etwas darunter. Die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt. Die Aktie von REB Software reagierte mit einem satten Kursplus von über 40% auf die aktuellen Nachrichten. Weitere Infos und Analysen findet ihr in unserem Börsenbrief Goyax Weekly und auf goyax.de. Ab sofort ist unser neuer Börsenbrief Goyax Premium erhältlich. Schaut doch mal rein. Wir sehen uns.